Hier ist die Künstlerin. Hier ist die perfekte Künstlerin. Wir wollen sehen, wie die perfekte Künstlerin funktioniert. Wie funktioniert das? Welche Sorte ist das? Jetzt wollen wir sehen, was die perfekte Künstlerin tun kann. So sieht die Malerin aus. Hier sind ihre Hände. Und hier ihre Leinwand. Schürze, Palette und Farbe. Hier sind ihre Pinsel. Schau die Werkzeuge der Künstlerin an. Schau, jetzt arbeitet sie. So arbeitet sie. Wie arbeitet sie? So arbeitet sie. Schau, das ist die Kunst der perfekten Künstlerin. Hör zu. Hör zu, dem eigenartigen Klang Kunst zu machen. Das ist sie. Die Farbe berührt die Oberfläche. Wie fühlt sich der Pinselstrich an? Ist er sanft gleitend, warm, weich? Wie fühlt sich die Oberfläche an? Die Textur, das Material? Schau sie jetzt an. Schau sie fortwährend an. Jetzt macht die perfekte Künstlerin eine Schau. Kleidung wird abgelegt. Schau, wie die perfekte Künstlerin sich in ihrem Studio bewegt. Gehen, denken, Kunst ausüben. Das Studio ist leer und voller Licht. Hör zu, wenn die perfekte Künstlerin träumt. Hör ihre Töne. Was denkt diese Künstlerin? Die perfekte Künstlerin stellt sich dar. Hört die eigenartigen Töne. Man hört sie noch einmal. Hier ist die Galerie. Sauber, leer mit großen, weißen Wänden. Jetzt sind Fremde im Raum und Wein. Und die Künstlerin, die fremden Geräusche und die Stimme. Wir sehen, wie Kontakte geknüpft werden und wie die perfekte Künstlerin ihre Werke verkauft. Wir sehen, wie ihre Augen und ihr Mund andere beeinflussen. Die Kunstwerke sind zeitgemäß und schön an den Wänden anzusehen. Diese Kunstwerke verdienen silberne Ausleuchtung. Was denkt sie? Was denkt sie? Was denkt die perfekte Künstlerin? Glück? Liebe? Tod? Kunst? Was denkt die perfekte Künstlerin? Heute habe ich Dinge erfahren, die ich hoffentlich in einigen Tagen verstehen werde.